Hallo ihr Lieben, ich gehe durch den Wald und grüße euch ganz herzlich. Ja, ich hatte in den letzten Tagen ein paar Problemchen. Meine Katze ist entlaufen und ich habe sie Gott sei Dank wiedergefunden, aber wir hatten alle einen Schock. Und zudem war sie dann auch noch verletzt. Also konnte sie ihren hinteres Bein nicht aufsetzen. Es ist irgendwie passiert, dass sie aus dem Haus rausgekommen ist und die war überhaupt noch nie in Freiheit. Das ist eine reine Hauskatze, also ich habe ja zwei davon. Und die muss irgendwie in einem unachtsamen Augenblick entwischt sein. Also der Totalstress, zumal das Tier eben verletzt war, dann zum Tierarzt, das alles während Corona mit Masken, alles. Und Gott sei Dank hat sie nichts gebrochen. Also die Knochen sind heil, auch kein Kreuzbandriss, aber das Tier ist auch im Schock und hat Medikamente bekommen. Er bricht, frisst im Moment nichts, also ist ein Sorgenkind. Parallel dazu habe ich mir durch auch eine weitere Unvorsicht, so kommt eins zum anderen, habe ich einen Koffer von oben runtergehoben vom hohen Schrank und habe mich dabei verhoben. Und habe mir eine Entzündung an der Sehne in der Schulter geholt und habe Schmerzen, musste heute ein Ibuprofen nehmen. Genau. Und all das führt dazu, dass ich noch mehr relaxe. Also wir haben heute Nachmittag, Kätzchen und ich, einfach nur uns ins Bett gelegt und haben geschlafen. Und haben uns dann gesagt, ja, regenerieren. Das ist so ein Mittelding, was man da machen kann zwischen einerseits regenerieren, viel schlafen, das Gelenk ruhig stellen bei mir, beim Kätzchen auch. Wir sind da parallel, wir zwei. Und zum anderen auch jetzt wieder, ihr seht, ich gehe spazieren und ich halte ja in der linken Hand das Handy. Auch das tut schon weh. Also das ist schon so, dass ich Dauerschmerzen habe. Ja, was sagt mir das? Ich war, bevor das alles passiert ist, also sowohl das mit der Katze wie auch das mit dem Arm, langsam genervt von der ganzen Corona-Geschichte. Selbst ich, die immer gesagt hat, ja, ist doch schön, Ruhe und Entschleunigung und wunderbar und Stille, war an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ach, mir reicht's jetzt einfach. Und prompt kommt dann die Antwort, das ist noch lange nicht genug. Beruhige dich weiter, wenn du nicht willst, dann werden wir das dir zeigen, wie das geht. Also nicke ich, sage akzeptiert und bleibe wieder ruhig und still, mache meine Arbeit natürlich weiter. Ich arbeite ja am Computer zu Hause und ja, ich habe die Lektion gelernt, es war zu schnell, ich war ungeduldig und ich glaube, es geht vielen so. Viele meinen jetzt, das Virus wäre weg, nur weil es ein paar Lockerungen gibt oder sagen wir mal, es wäre jetzt alles wie vorher. Es ist nicht alles wie vorher. Es kann gar nicht wieder im Handumdreh so werden wie vorher. Das ist Kinderglaube. Es hat sich eine ganze Menge verändert und es soll sich wohl noch eine ganze Menge verändern. Und solange es nicht in alle Köpfe reingeht, werden wir Probleme bekommen, wenn wir zu schnell wieder zu einer Art vorher zurückkommen wollen. Das klappt nicht. Ja, also ich glaube, das ist ein schöner Traum, aber es klappt wirklich nicht. Ich nehme mal das Handy in die andere Hand, weil jetzt tut es richtig weh. Ich laufe hier durch wunderschöne Sonne, wie immer. Es ist einfach ganz, 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 ganz schön hier draußen. Und ich bin froh, dass ich hierher gezogen bin, außerhalb der Stadt, also am Rande der Stadt. Es ist schon ein ganz anderes Leben als wie vorher, wo ich mitten in diesen Betonklötzen gewohnt habe. Ja, wie geht's euch mit eurer Geduld? Mit Kontaktsperre, mit der ganzen Sorge um die Gesundheit, die habe ich ja nicht. Also ich habe nicht Angst, krank zu werden. Ich finde es eher langsam ein bisschen doof, keine Leute zu sehen. Und
Ich habe auch keine Angst vor der Wirtschaftskrise. Ich bin nicht so materiell gebunden und ich habe nicht viel zu verlieren. Was ist das schon? Klar, wenn jetzt jemand ganz viel zu verlieren hat, hat er eine andere Angst. Je mehr wir haben, desto gefährlicher ist es, das wieder zu verlieren, was wir haben. Ich glaube, es ist ganz gut, sich klarzumachen, dass es keine Sicherheit auf dieser Welt gibt. Mir war das immer schon klar. Also ich gehöre zu den Menschen, die mit permanenter Existenzangst oder, ja, das ist auch keine Angst mehr. Ich weiß einfach, dass nichts hier sicher ist. Selbstständig, mein ganzes Leben lang selbstständig gewesen und ich lebe damit und ich fahre damit sehr gut. Aber das geht nicht allen so. Wie geht es euch damit? Mit der Angst oder Sorge um Gesundheit und Geld? Liebe Grüße. Alles Liebe für euch. Tschüss.